Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Ich bin PsychoGear und ja, das hier wird jetzt das erste Video nach etwas längerer Zeit. Das hat auch seinen Grund. Ich hatte ziemlich lange Probleme mit der Aufnahmesoftware bzw. mit dem Ton und mit dem Video und sonst was alles. Und dann war ich auch noch eine Zeit lang krank. Ist aber auch vollkommen egal, soll nicht eure Sorge sein. Ich bin wieder da und mache auch wieder Videos. Habe auch einige Sachen zu zeigen. Das Problem ist nur, ich wollte im Prinzip jetzt als nächstes das Video zum 3D-Scanner machen, den ich mit meinem Bruder gebaut habe für einen Redstone-Contest. Kann ich aber nicht machen, weil das mit der Software nicht hinhaut. Weil es nämlich einfach so viel Zeug ist, was gleichzeitig abläuft, dass mein Laptop einfach übertrieben anfängt zu hängen. Allerdings bekomme ich bald einen neuen Computer. Das bedeutet, das wird auf jeden Fall noch kommen. Und selbst wenn es da nicht klappt, muss ich ja halt bei meinem Bruder aufnehmen. Der hat sich auch einen neuen Computer gekauft und zwar ein richtig Hammerteil. Das heißt, da gibt es keine Probleme. Und wenn es bei auf meinem dann auch nicht funktioniert, dann muss ich es halt bei ihm machen. Wie auch immer, in diesem Video jedenfalls werde ich ausschließlich über den Zweiwegzähler reden, den ich momentan benutze, beziehungsweise den ich am meisten benutze. Und zwar ist das im Prinzip einer der Grundbausteine von so ziemlich allem, was ich bisher gebaut habe. Der 3D-Scanner, Word-Prozessor, Tamagotchi, Snake, alles hat mindestens einen von diesen Zweiwegzählern enthalten. Hat sich auch ziemlich entwickelt, dieser Zweiwegzähler. Der erste solche Zähler war eine Idee von meinem Bruder und der war einfach nur übelst riesig. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, 50 mal 30 mal 30 ist keine Übertreibung, eher noch eine Untertreibung. Also 30 hoch, 30 breit, 50 lang. Das ist noch, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu klein beschrieben. Aber egal. Also ich stelle mir mal hier kurz das Redstone-Inventar zusammen, wie ich das immer habe. Block, Redstone, Repeater, Fackel, Stickpisten, normaler Pisten, Redstone-Block, Knopf. Und natürlich den Wand, den Zauberstab, um hier alles bearbeiten zu können. Weil wir sind nämlich hier auf dem Bucket-Server. Ich hoffe, man hört das Telefon klingeln nicht im Hintergrund. Und ja, ich werde anfangen zu erklären mit dem Einwegzähler. Aber am ganzen Anfang mache ich noch ein kurzes Basiswissen, was man auf jeden Fall haben sollte, um das hier verstehen zu können. Die meisten kennen das wahrscheinlich schon, aber trotzdem werde ich es mal erklären. Und zwar gibt es nämlich sogenannte Pulse-Limiter oder Impulsgenerator oder was auch immer, die erzeugen einen Impuls, wenn ein Input reinkommt, und zwar egal was für ein Input. Das heißt, ich habe hier jetzt einen Knopf, der ist, ich glaube, 10 Ticks an, eine Sekunde, glaube ich, bin mir nicht sicher. Und dieses Teil hier, ich werde nicht genau auf die Mechanismen eingehen, wie es funktioniert, da gibt es nämlich eine momentane Diskussion, warum dieser Piston überhaupt ausfährt. Beziehungsweise in diesem Fall wäre es einigermaßen klar, aber hier eben nicht mehr und trotzdem fährt er aus. Aber egal, jedenfalls. Ja, das heißt, dieser Piston hier fährt den Steinblock aus und zwar nachdem dieser Steinblock gepowert wurde. Das heißt, ein kurzes Signal kommt durch und danach halt eben nicht mehr und das so lange, bis das Signal wieder ausgeht. Das hat man jetzt hinten wahrscheinlich nicht so gut gesehen. Es kann auch sein, dass das Redstone noch gar nicht richtig gesetzt wurde. Noch ein Versuch. Ne, man sieht einfach nur nicht. Doch, jetzt hat man kurz gesehen. Also, es ist ein ganz kurzes Signal, im Prinzip das kurze Signal, was man haben kann. Und es gibt einen Effekt bei Pistons. Und zwar was Folgendes, wenn man einfach nur hingeht und hat ein, ach, das war jetzt übrigens deswegen auch falsch. Da kommt nämlich der Repeater nach hinten normalerweise. Und wenn man jetzt nämlich hier, man kann hier übrigens auch einstellen, das ist jetzt ein einziges Signal, das ist das kürzeste, was es gibt. Man kann es auch auf 2, 3 und 4 machen. Es gibt noch andere Pulslimiter, mit denen man das noch länger machen kann. Aber das hier ist im Prinzip der, den ich am meisten benutze. Das heißt, wenn man jetzt ein 2-Tick-Signal hat, dann funktioniert alles ganz normal. Der Piston schiebt den Stein raus und zieht ihn wieder rein. Wenn man jetzt aber nur ein 1-Tick-Signal hat, dann passiert Folgendes. Und zwar das. Der Sticky Piston, obwohl er ein klebriger Piston ist, schiebt er den Stein zwar raus, aber zieht ihn nicht wieder zurück rein. Das heißt, da funktioniert der im Prinzip wie ein ganz normaler Piston. Aber was jetzt das Besondere ist, wenn der Stein jetzt in dieser Position ist, wird er beim nächsten Mal wieder reingezogen. Das heißt, wenn man auf den Block, auf den Knopf drückt, wird der Block seine Position verändern. Und zwar jedes Mal, wenn ein neues Signal reinkommt. Das ist das Grundprinzip für viele T-Flipflops, also Toggle-Flipflops. Und ja, das sollte man wissen, das ist ein Bug, der mittlerweile als Feature bekannt ist. Das heißt, der wird auch nicht mehr rausgenommen. Wenn ihr das benutzt, könnt ihr euch sehr sicher sein, dass das in späteren Updates des Spiels
nicht mehr ausgenommen wird. Das heißt, das wird auf jeden Fall so bleiben. Jedenfalls so sicher, wie man sich das sein kann. Und ja, ich fange jetzt mal an mit dem Einwegzähler. Und der Einwegzähler ist die Grundlage für den Zweiwegzähler. Kann man wahrscheinlich ziemlich nachvollziehen, ist aber auch egal. Und zwar, was wir haben, ist nämlich hier so ein Impulslimiter. Und der geht natürlich wieder so. Und was wir dahinter haben, sind Zellen. Beziehungsweise ich erkläre erstmal, was der genau machen soll. Und zwar war das nämlich auf Minecraft.de im Redstone-Forum, war das ein Post über das über ein Redstone-Koordinatenkreuz. So eins, wie ich es auch in Snake genutzt habe und was war es noch, im Word-Prozessor und sonst was alles. Und zwar so ein Koordinatenkreuz, wie das Koordinatenkreuz halt eben funktioniert und was diese zwei Zähler dafür eine Bedeutung haben. Das war halt eben in diesem Video sozusagen angesprochen worden, allerdings nicht genau erklärt worden, wie man das genau baut. Und da war ein User, ich glaube, der Originalpost war von Auszeit 3. Und ein User, MindStar77, hat gefragt, wie man denn jetzt genau so einen Zweiwegzähler baut. Das ist eigentlich der ursprüngliche Grund, warum ich dieses Video mache. Und zwar habe ich nämlich selber angekündigt, dass ich dazu ein Video machen würde, war aber dann doch nicht dazu in der Lage aufzunehmen. Das heißt, ich hatte mich da geirrt und das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder etwa 2, 3 Wochen her. Und naja, ein bisschen peinlich, aber was soll's. Jetzt mache ich halt eben dieses Video und erkläre genau, wie man diesen Zweiwegzähler baut, wie es funktioniert, was man genau dabei beachten muss und so weiter und so fort. Und ja, also was man jetzt hier hat, sind sozusagen verschiedene Ausgänge und davon ist immer genau eine aktiv. Und sagen wir mal, dieser hier ist aktiv. Wenn das beim Einwegzähler heißt es jetzt, dass man auf den Knopf drückt, dann geht der hier aus und der nächste in der Reihe geht an. Das heißt, wenn man hier hinten anfängt, man drückt auf den Knopf, dann geht der aus und der geht an. Das nächste Mal, wenn man auf den Knopf drückt, geht der hier aus und der nächste geht an und so weiter und so fort. Das heißt, jedes Mal, wenn man auf den Knopf drückt, springt der Ausgang sozusagen eins weiter. Und das ist das, was wir hier bauen. Das ist eigentlich total simpel. Man muss beim ersten Mal halt eben verstehen, was genau das System dahinter ist. Aber im Prinzip ist es super einfach. Und zwar, was wir hier machen werden, ist, wir haben hier sozusagen die Verbindung, da wo es in diese Speicherzelle, sage ich mal, reingeht. Also man hat sozusagen eine Zelle, die jetzt speichert, ob der jeweilige Ausgang gerade an oder aus ist. Ich mache jetzt hier mal 3 als Beispielaufbau und dann stacke ich das gleich mit WordEdit. Und ja, was wir hier haben, sind also die Speicherzellen. Und was wir jetzt nämlich benutzen, ist nämlich dieses Ein-Tick-Signal, was wir hier erstellen. Und dieses Ein-Tick-Signal wird dann nachher Redstone-Blöcke rein oder rausschieben. Das sind sozusagen unsere Ausgänge. Das ist hier. Das heißt, wenn der Redstone-Block rausgeschoben ist, ist der Ausgang an. Wenn der Redstone-Block reingezogen ist, ist der Ausgang aus. So, jetzt passiert natürlich jetzt noch überhaupt gar nichts, wenn wir auf den Knopf drücken. Und das ändern wir, indem wir hier einen Block reinsetzen. Wenn wir hier Blöcke reinsetzen, dann wird das geändert. Und das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Ja, warum eigentlich nicht? War das jetzt gerade irgendwie hier? Nein. Ah, okay, das war ein Ghost Block. Das passiert noch ab und zu, vor allen Dingen auf Bucket-Server gibt es da manchmal ein bisschen Probleme. Wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, dann verändern die alle ihre Position. Und so, und übrigens auch, wenn ich jetzt hier einen Block hätte, werden die auch alle ihre Position verändern. Das heißt, es wird nicht alles gleich sein, sondern die verändern alle gleich ihre Position. Und ja, jetzt wollen wir natürlich immer nur eins gleichzeitig aktiv haben. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir nehmen einen Sticky-Piston, der diesen Block rein und rausschieben kann. Na, schon wieder Ghost Block. So und so und so. Das heißt, die Blöcke sind hier. Das heißt, jetzt passiert erstmal wieder nichts, es sei denn, diese Pistons, die werden angesteuert. Und jetzt fangen wir hier mit dem ersten an. Das ist unser erster Ausgang. Jetzt wollen wir natürlich, wenn der an ist, soll er natürlich beim nächsten Knopfdruck ausgeschaltet werden. Das heißt, wir verbinden den mit dem eigenen Aktivierungspisten. So, das müssen wir natürlich für alle gleich machen. Sonst wird es ja nichts bringen. Na, schon wieder. Ist ein bisschen blöd, aber was soll's. Vielleicht ändert sich das, wenn ich einen neuen PC bekomme. So, das heißt, jedes Mal, wenn jetzt ein Block ausgefahren ist, wird er beim nächsten Knopfdruck wieder eingefahren. Das heißt, egal welcher draußen ist, beim nächsten Knopfdruck wird er wieder eingefahren. So, beim nächsten Knopf passiert er wieder nichts, weil der nichts anderes verbunden ist. So, was wir natürlich jetzt noch haben wollen, ist, wenn der hier ausgefahren ist,
soll der hier wieder eingezogen werden. Deswegen ist der hier ausgefahren und der hier soll rausgeschoben werden. Das heißt, wir müssen das Ganze noch mit diesen Pisten hier verbinden. Man könnte entweder eine Verkabelung machen noch von diesem Block oder noch mal extra zu diesen Pisten, aber man kann einfach hier diese Verbindung nutzen, weil die keinen anderen Effekt erzeugt. Die fährt einfach nur diesen Pisten raus und hat damit keine andere Störung. Das heißt, man kann im Prinzip jetzt hier einfach hingehen und das hier ist übrigens falsch. Sorry. Und zwar, was ich nämlich vergessen habe, ist, dass da ja keine Zwischenverbindung sein darf. Das heißt, das muss hier sein. Das heißt, das Redstone darf wirklich immer nur die beiden Dinge anschalten, wenn der Block draußen ist. Ansonsten würde das Redstone hier komplett durchgehend alles anschalten. Das wollen wir eben nicht. Das heißt, immer nur da, wo kein Redstone-Block ist, kommt auch Redstone hin. Das heißt, wir haben hier dieses komische T hier zum Beispiel dazwischen. Das heißt, im Prinzip, wenn dieser Block hier rausgeschoben ist, aktiviert der den Pisten für sich selbst und für den nächsten. Und das Redstone hier, was hier noch rausgeht, hat keinen Effekt. Und wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, dann sind jetzt beide Pisten haben sich verändert. Beziehungsweise beide Blöcke haben ihre Position verändert. Und dadurch, dass jetzt der Pisten rausgeschoben ist, der Block, ist dieser Pisten jetzt wieder eingefahren, weil der keinen Strom bekommt. Und jetzt kriegt der hier noch Strom, genau wie gerade eben. Das heißt, der wird beim nächsten Knopfdruck wieder eingefahren. Und jetzt bekommt auch noch der hier Strom. Das heißt, beim nächsten Knopf wird der ausgefahren. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt hier auf Knopfdruck drücke, Knopfdruck machen, dann fährt der raus. Auf dem nächsten Knopfdruck fährt der wieder ein. So, das heißt, wenn ich das Ganze jetzt mal stacke, von hier bis hier, T, slash, stack, sagen wir mal 5 nach rechts, dann haben wir das Ganze jetzt so. Können wir da hinten mal kurz das Redstone wegnehmen, weil wir das nicht mehr brauchen. So, und jetzt haben wir im Prinzip einen Einwegzähler, den wir so weit erweitern können, wie wir wollen. Der erste ist an, der zweite ist an, der dritte ist an, der vierte ist an, der fünfte ist an. Und jetzt funktioniert es nicht mehr. Und warum? Das ist im Prinzip ganz einfach, weil das Signal von hier nämlich nur bis dahin reicht. Und in diesem Fall können wir jetzt einfach einen Repeater reinpacken, weil es dann einfach trotzdem noch funktioniert. Und können das jetzt so weit erweitern, wie wir wollen. Das heißt, wenn der jetzt hier an ist, dann können wir auf den nächsten springen. Ist der vierte an, der fünfte ist an, na, der sechste. Na, willst du wohl, der sechste ist an, der siebte ist an und der hintere hat keine Verbindung, das heißt, der geht jetzt wieder aus. Was man jetzt noch machen kann, ist eine Verbindung. Das mache ich jetzt nicht, aber ich kann es erklären. Man kann jetzt eine Verbindung legen, sozusagen von hier. Das ist dann sozusagen, wie das nächste auch wieder eingeschaltet wird. Allerdings gibt es hier kein nächstes. Das heißt, es geht jetzt wieder ganz den Weg zurück mit Repeatern, bis so viele Repeater, wie man halt eben braucht, bis hier hinten hin und verbindet das wieder mit dem ersten. Dass sozusagen, wenn der letzte ausgeschaltet wird, wird der erste wieder eingeschaltet, dann hat man sozusagen so einen Ringzähler. Das heißt, er zählt vom ersten bis zum letzten, dann fängst du wieder beim ersten an. Und das ist im Prinzip das Prinzip vom Einwegzähler. Eigentlich super simpel. Und der Zweiwegzähler ist vom Prinzip her genauso simpel, aber er ist halt eben ein bisschen komplizierter aufgebaut. Und was wir nämlich jetzt machen werden, ich werde jetzt mal versuchen, das Prinzip von einem Zwei-Wegzähler aufzubauen. Das heißt nicht den schnellsten, den ich jetzt eigentlich zeigen wollte, sondern tatsächlich nur das Prinzip von einem Zwei-Wegzähler erstmal und danach das schnellste Design, das ich habe. Mit dem schnellsten Design kann ich schon mal vorwegnehmen, kann man die schnellsten Signale zählen. Das heißt, man könnte im Prinzip hier so eine Redstone Clock da anschließen. Also sozusagen die schnellste Redstone-Clock, die es gibt. Und diese Signale würde er zählen können. Das heißt, er könnte zählen, wie oft dieses Signal an ist. Und das ist eigentlich so ziemlich das Schnellste, was man haben kann. Deswegen bin ich da eigentlich schon relativ stolz drauf, dass man das. Ich habe nie gesehen, dass es das jemand anderes mal gemacht hat. Ein Zweiwegzähler, der in beide Richtungen so schnell wie möglich zählen kann. Und ja, was wollte ich gerade nochmal? Genau, dann nehme ich mal den Knopf wieder. Und jetzt zeige ich mal genau, wie man so ein Ding baut. Ich baue es jetzt ein bisschen größer und auch jetzt nicht so schnell, also beziehungsweise nicht so schnell im Bauen, sondern nicht so schnell von der Funktionsweise her, weil ich halt eben einfach jetzt gerne zeigen möchte, wie es funktioniert und nicht nur, wie das beste Design aussieht. Denn der Post war ja im Prinzip, wie baut man den, aber auch vermutlich, wie funktioniert der genau. Das ist ja dann schon mal nicht verkehrt, das zu wissen, wie es funktioniert, wenn man es bauen möchte. So, was wir jetzt hier haben, ist sozusagen auch wieder so eine Aktivierungslinie.
Das war jetzt schon wieder ein Ghostblock. Genau wie da hinten liegt es ein bisschen länger und den Grund dafür erfahrt ihr jetzt gleich. Das Video wird wahrscheinlich noch ein bisschen, klein bisschen länger dauern, weil es ist einfach ein bisschen komplizierter, das Ganze. Machen wir noch einen Block dran, um sicher zu gehen, und machen jetzt hier den Sticky Piston drauf. Und dieser Sticky Piston ist wieder mit, mit dem Redstone-Block, das heißt, es ist wieder genau das gleiche Prinzip. Und was wir jetzt machen ist, wir haben hier noch eine zweite Aktivierungslinie, also ein zweites Aktivierungskabel. Das kommt von hier. Und was wir jetzt hier machen werden, ist mit einem Repeater geht das Signal auch wieder in einen Block. Und dieser Block wird auch wieder von einem Redstone, von einem Piston geschoben. Hier ist der Piston, da kommt der Block hin, da darf kein Redstone sein, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Beziehungsweise sonst ist die Idee nicht wirklich sinnvoll. So, das Ganze kann man gleich auch wieder stacken. Da kommt jetzt ein Piston drauf und ein Block, da kommt kein Redstone hin. Und jetzt hat man sozusagen wieder diese Aktivierung. Und was wir jetzt noch brauchen, ist das gleiche nochmal für oben. Das heißt, wir haben das gleiche hier nochmal. Und das verschiebe ich jetzt um zwei Blöcke hier. Das heißt, das gleiche hier nochmal mit Pistons, allerdings um einen Block verschoben. Jetzt kommt hier der Repeater hin, da kommt das Redstone drauf. So. Und so und so und so und so. Ich hoffe mal, der Abstand reicht. Sonst wäre das Ganze jetzt gerade ein bisschen blöd, aber es müsste eigentlich funktionieren. Beziehungsweise hier kommt jetzt wieder kein Redstone drauf, weil da ja hier die Repeater hinkommen. Und das Ganze geht dann hier in den Block rein. Das heißt, wir haben hier jetzt unsere Pistons. Da und da. Und da kommen die Blöcke davor. Beziehungsweise ich mache das jetzt mal so, wie ich das sonst immer gerne mache. Hier, ich brauche jetzt gerade keinen Knopf. Mit Holzblöcken. Ich markiere immer gerne mit Holzblöcken, welche Blöcke sich bewegen sollen. Einfach, weil sich das dann einfach besser anschauen lässt. Kann man schon direkt erkennen, welche Blöcke genau geschoben werden sollen, welche bleiben sollen, wie sie sind. Und ja, was wir jetzt noch machen müssen natürlich ist, wir müssen jetzt auch diese Leitung hier mit dem gleichen Piston anschließen. Und das machen wir so. In diesem Fall müsste eigentlich klappen. Na. So, und dann mache ich es gleich auch noch. Na, wirst du wohl. So, das heißt, wir verbinden jetzt das Redstone mit dem. Das heißt, wir können jetzt sehen, wenn das hier durchgeht, geht das hier in den Pisten rein. Und wenn es hier durchgeht, geht es hier in den Pisten rein. Und egal welches von beiden angeht, es hat keine Interferenz mit denen hier oben. Also das untere hat keine Interferenz mit oben und das obere hat keine Interferenz mit unten, weil hier nämlich Repeater sind, dass die funktionieren als Dioden. Das heißt, es geht nur in einer Richtung durch. So, das gleiche natürlich jetzt auch hier. Das ist immer so ein klein bisschen blöd, dass man immer zum Zeigen immer ein bisschen am Anfang alles komplett bauen muss, bevor man stacken kann, wenn man überhaupt stackt. Nur als kleine Info, den ersten Word-Prozessor hatten wir komplett ohne WordEdit gebaut, weil wir damals noch gar nicht wussten, was WordEdit war. Und dann, als wir es dann wussten, waren wir schon über die Hälfte durch. Da haben wir gedacht, dann bauen wir es auch so fertig. War eine ziemliche Plackerei, kann ich nur sagen, das Ganze durchzuziehen. Aber es geht auf jeden Fall. Und ja, das heißt, jetzt haben wir das Ganze gebaut. Das heißt, im Prinzip ist es jetzt wieder das Gleiche. Wir haben hier unten jetzt sozusagen, wie ihr sehen könnt, einen Einwegzähler. Das heißt, wenn der hier rausgefahren ist, beziehungsweise wenn da hinten der Block rausgefahren ist, dann muss wieder, wenn der Block rausgefahren ist, dann ist es wieder an. Das heißt, dann muss wieder der eigene Piston rausgefahren werden und der vom nächsten. Und was wir jetzt haben, ist ein zweites Aktivierungskabel hier. Das ist nämlich einmal für rechts ist hier unten, glaube ich, und oben ist links nicht. Ich glaube, das muss man dann machen, wie man möchte. Ich mache es meistens so, dass oben rechts ist und unten links. Einfach weil ich dann schon weiß, wie man es etwa verkabeln muss. Und das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Block rausgeschoben habe, muss sowohl unten als auch oben der Block rausfahren. Denn egal welche Richtung ich gehe, der gerade aktivierte Ausgang muss natürlich ausgeschaltet werden. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir gehen einfach von hier, von diesem Block aus, an diese Pistons. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Verbindung. Wenn der ausgefahren ist, aktiviert er diesen Piston und auch diesen hier. Jetzt mache ich hier den Repeater davor, nicht dahinter, weil dann sind nämlich beide Pistons gleichzeitig an. So, das heißt, sie werden gleichzeitig rausgeschoben, wenn der angesteuert werden. Das heißt, wenn der Block rausgeschoben ist, dann wird auf jeden Fall
die beiden Pistons ausgefahren. Das mache ich jetzt mal so und sage hier t/copy und sage hier t/paste, einfach um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Und es hat natürlich nicht funktioniert, war ja klar. Obwohl es vom Prinzip eigentlich. Ah, okay, klar. Sorry, okay, ich glaube, ich baue es jetzt doch lieber von Hand, damit da nicht wieder was schief geht. Ja. Immerhin ein bisschen was an Zeit gespart, aber auch nicht wirklich so viel, weil ich jetzt das hier noch umsetzen muss. Okay, ich baue das von Hand weiter, ist jetzt egal. Ja, wo kommt der hin? Da müsste der hinkommen. Jawohl, da kommt hier noch Redstone drauf. Und das gleiche hier auch noch. Das Ganze können wir dann nachher stacken. Das wird dann einfacher, wenn wir das komplett fertig haben, hier die drei Dinger. Das kommt jetzt noch dahin, das kommt dahin, dann kommt ein Repeater davor und Redstone drauf. Ja, das war's im Prinzip dafür jetzt erstmal. Das heißt, wenn ein Block ausgefahren ist, wird er beim nächsten Knopfdruck auf jeden Fall wieder eingefahren, genau wie beim Einwegzähler. Und zwar egal, welchen Knopf man drückt, ob man jetzt oben oder unten drückt. Das gleiche nehme ich hier jetzt auch und hier auch. So, jetzt kommt die schwerere Logik dazu. Das heißt, was heißt hier schwerer? So schwer ist es auch nicht. Es ist im Prinzip der Einwegzähler einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Und zwar, was wir jetzt nämlich hier haben, ist, wir einigen jetzt darauf, dass oben rechts ist und unten links. Und zwar, weil ich das einfach immer so mache. Und ja, das heißt, wenn wir oben nach rechts haben, dann muss, also aus dieser Perspektive hier vor allen Dingen, dann muss, wenn dieser Block rausgeschoben ist, muss dieser Piston ausgefahren sein und dieser Piston, damit er sich hier selbst ausschaltet und hier den hier einschaltet. Das heißt, wir müssen jetzt sozusagen dieses Redstone hier mit diesem Piston verbinden. Und weil wir natürlich unten in die andere Richtung gehen wollen, auch mit diesem Piston da. Das könnte jetzt ein klein bisschen tricky werden. Muss mal kurz testen, ob das geht. Okay, es geht auf jeden Fall. Es ist halt eben nur ein bisschen tricky, das anzuschließen. Okay, das heißt, ich glaube, ich mache das ein klein bisschen anders. Und zwar müsste ich das jetzt hier, beziehungsweise das war richtig, aber ich gehe hier schon mal nach oben. Sonst kriegen wir gleich ein bisschen Schwierigkeiten. So. Doch, das war richtig. Und gehe dann hier nochmal unten ran. Das heißt, hier kommt dann doch nochmal ein Piston an. Das heißt, es ist nicht mehr gleich mit den beiden Pistons. Das ist aber auch jetzt nicht so schlimm. Ist ja nur ein Proof of Concept sozusagen. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir verbinden jetzt das hier. Mit dem. Und zwar mache ich das jetzt so. Und zwar, damit wir da hier keinen Block-Update-Detektor erstellen, mache ich das jetzt hier so von schräg oben. Ansonsten haben wir nämlich den von einem Block diagonal hier gepowert. Und von hier wollen wir den nicht powern. Das heißt, wir gehen von oben so dran. So, jetzt ist der von da gepowert. Jetzt müssen wir noch den da powern. Und das müssen wir jetzt versuchen, so hinzukriegen, dass wir das auch weiter von hier bauen können, sozusagen. Ohne dass es da jetzt Schwierigkeiten mit dem Redstone gibt. Ich baue das jetzt erstmal dahin, damit wir auf jeden Fall schon mal sicher sind, dass das funktioniert. Ich hoffe, das wird jetzt nicht alles übelst langweilig, weil auch wenn es dann eben informativ ist, im Sinne von man weiß, wie es funktioniert, ist natürlich blöd, wenn man zwischendurch einfach dann keinen Bock mehr hat, sich das Ganze anzugucken. Aber ist ja auch egal. Ich mache das jetzt einfach so weiter. So. Und jetzt haben wir hier die Verbindung. Und das heißt, das ist jetzt wieder fertig. Und jetzt haben wir diese Verbindung. Jetzt müssen wir nur kurz gucken, ob es hier auch klappt. Das ist jetzt im Prinzip das gleiche hier wie da. Und das geht hier schon mal nicht. Das heißt, ich muss hier am besten von da dran gehen, wenn es dann geht. Wenn das jetzt geht, ist das wunderbar. Ist aber nicht unbedingt notwendigerweise. Nee, so geht's nicht. Das heißt, was wir hier machen müssen ist, das ist so ein bisschen tricky. Man muss mal so ein bisschen ausprobieren, wie man es am besten verkabelt, dass es dann trotzdem noch funktioniert. Weil man muss natürlich so machen, dass man nicht links und rechts immer gleich haben kann. Das heißt, man muss es natürlich nicht so machen, aber das ist immer am praktischsten. Sonst muss man bei jeder Zelle einzeln gucken, wie man sie verkabelt, was natürlich total nervig ist. Das heißt, jetzt gehen wir mal hier nach da. Und
Und guck mal hier. So, dann geht es nämlich hier noch eine weiter. Und dann geht es von hier aus weiter. Müssen noch eine. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, weil das hier nicht mehr geht. Hahaha. ja, gut, was machen wir da jetzt? Beziehungsweise Quatsch, das geht natürlich. Wenn wir nämlich von hier gehen. Nicht dorthin. Sorry, sorry, sorry. Das heißt, wir gehen von hier, packen da einen Repeater raus drauf, damit das Signal noch weitergeht. Und haben das jetzt trotzdem das Problem, dass es hier nicht klappt. Ja gut, da müssen wir hier jetzt nach oben gehen. Also wie ihr seht, man muss immer ein bisschen gucken, dass das Ganze noch funktioniert. Und so geht es. Das heißt, so ist jetzt ziemlich blöd gebaut. Aber auf jeden Fall funktioniert es. Das heißt, wir können jetzt das hier nämlich mit dem hier anschließen. Das heißt, wir gehen von hier aus nach oben. Und ja. Irgendwas. Ach so. Deswegen. So ist das verbunden. Und da gehört ein Repeater drauf. Und da brauchen wir eigentlich gar kein Messer drauf. Doch, brauchen wir wohl. So machen wir das. Und ja, jetzt haben wir das also verkabelt. Also es ist jetzt ziemlich durcheinander. Aber man kann schon sehen, wenn der hier aktiv ist, dann ist hier oben, wenn man von hier aus guckt, haben wir jetzt diese mittlere Zelle haben wir jetzt verbunden mit beiden Pisten für sich selber. Also egal welcher Knopf man drückt, es geht auf jeden Fall aus. Dann, wenn man oben drückt, geht das mittlere aus und das rechte an. Und wenn man unten drückt, geht das mittlere aus und das linke geht an. Und das ist jetzt ziemlich wirr verkabelt. Tut mir leid, aber ging gerade nicht besser. Und das bauen wir jetzt hier noch kurz so weiter. Und zwar hier und so. Und na, so. Dann packe ich jetzt noch Redstone drauf. Und dann können wir das gleich alles stacken. Und zwar machen wir das jetzt noch so. 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 Und so. Und gehen nach hier mit einem Repeater drauf. Redstone, 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 Redstone. Und jetzt müssten wir eigentlich von hier aus schon stacken können. Und zwar mache ich das Ganze jetzt mal. Stacken wir nämlich von hier aus bis hierhin. Bis hierhin und zwar auf der anderen Seite. Hier ist das. Hier, also dieser Bereich wird jetzt nach rechts erweitert einfach. Und so. Das heißt, das wäre jetzt gerade nicht so schlau, weil der Block noch rausgefahren war. Das heißt, machen wir es jetzt so. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. Und jetzt haben wir die ganzen Blöcke eingefahren. Wunderbar. Und jetzt können wir sehen, wenn ich jetzt einfach hier in die Mitte dran gehe, dann haben wir hier diese Zelle hier aktiviert. Ja, und dann ist für beide der Aktivierungspisten ausgefahren und für unten der linke und für oben der rechte. Und jetzt können wir hier einfach wieder gucken, wie weit das Signal reicht. Das reicht bis hierhin. Packen hier einen Repeater rein. Und hier fehlt noch ein Repeater, das heißt, machen wir so. Und hier fehlt das, hier ist das Redstone, das irgendwie nicht richtig gebraucht wird. Und so, und jetzt haben wir im Prinzip das ganze Ding fertig. Das hier ist auch wieder unnötig, weil wir von rechts gar keine Verbindung haben. Und ja, das war es im Prinzip jetzt dafür. Das heißt, das Ganze müssen wir natürlich jetzt nach unten verbinden. Beziehungsweise da unten sicherstellen, dass das Signal auch überall durchgeht. Und so machen wir einfach jetzt überall genau gleich. Und ja. Das war es jetzt dafür. Und was wir jetzt noch machen werden, ist hier natürlich noch jeweils einen so einen Pulse-Limiter reinbauen. Also einen Impulsgenerator. Sorry, falsch rum. Erst das und dann das. Das heißt so und so. Und das gleiche hier auch noch. So, mit einem Repeater, einem Block und einem Redstone. Und dann brauchen wir natürlich den Knopf wieder. Hätte ich vielleicht auch mit dem Holzbock machen können, aber ist egal.
Und jetzt aktiviere ich hier den hier, beziehungsweise was wir noch machen werden, ganz kurz, ist so. Dann stecken wir das hier kurz. T/Stack 5 ab. So, damit wir hier, beziehungsweise machen wir hier mal 8. Damit wir hier schön von da oben aus sehen können, dass das Signal angeht. Machen wir hier eine Lampe rein. Einfach damit wir sehen können, okay, das ist jetzt nicht so, wir machen jetzt so. Und was wir jetzt noch machen werden ist, wir nehmen Maß von hier aus bis hier und können das jetzt einfach T/Stack 4 nach links. Hat das geklappt? Das war eins zu viel. Ist ja nicht so schlimm. Machen wir einfach eins weg. Und wir müssen das Ganze noch 3 nach rechts. So, machen wir jetzt noch 3 nach rechts. Und jetzt haben wir immer genau, können wir genau sehen, welches gerade an ist und welches nicht. So, und was wir jetzt noch machen, ist, wir bauen jetzt noch eine kleine Verbindung von hier nach da, damit wir einfach sehen können, dass es funktioniert. So. Und bauen das jetzt noch ein bisschen nach oben. So, machen jetzt nämlich hier Redstone drauf. Sorry, dass es das Ganze jetzt ein bisschen länger dauert. Aber das wird ja jetzt nicht so schlimm sein. So, und hier noch Redstone drauf. Da brauchen wir keinen Repeater drin. Und brauchen natürlich jetzt noch wieder die Knöpfe. So, und wir können sehen. Momentan sind. Ist hier diese hier aktiv, da sind die beiden Pistons aktiv und hier geht es nach links und da geht es nach rechts. Das heißt, ist jetzt genau verkehrt herum. Wir haben jetzt hier rechts und da links, ist jetzt aber nicht so schlimm. Das heißt, ich drücke jetzt nach rechts. Und es geht nach rechts und bei nach links geht es nach links. Das heißt, wir haben das eigentlich genau richtig angewendet. Und es funktioniert einwandfrei. Jetzt kann man wieder das letzte mit dem ersten verbinden. Da muss man allerdings zwei Querleitungen legen. Eine für nach links, vom linken nach rechts. Und eine für nach rechts, vom rechten zum linken. Also sozusagen vom letzten zum ersten und vom ersten zum letzten. Und zwar bei dem einen für nach rechts und bei dem anderen für nach links. Und dann hat man es. Da habe ich jetzt nämlich schon mal wieder falsch gedrückt. Da habe ich nach rechts gedrückt, obwohl wir links waren. Beziehungsweise ich habe nach links gedrückt, obwohl wir ganz links waren. Jetzt ist es ausgegangen. Ist ein bisschen blöd gemacht, aber ist egal. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach rechts drücke, dann geht es auch wieder nach rechts. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt einen funktionierenden Zweiwegzähler gebaut, der natürlich übelst riesig ist. Aber halt eben nur, um zu zeigen, wie es funktioniert. Das Video geht jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Das heißt, ich werde jetzt mal ganz schnell noch ein Step-by-Step-Tutorial machen, wie man den schnellsten, beziehungsweise einen der schnellsten und auch ziemlich kompakten, also im Verhältnis dazu, ziemlich kompakten Zweizeller bauen kann. Und ich hoffe mal, dass es einfach nicht übelst lang ist, das Video, weil das längste Video, was ich bisher gemacht habe, war 1,5 Stunden und ich glaube nicht, dass ich da jetzt so gekommen bin, beziehungsweise ich hoffe es nicht. Und ja, was wir nämlich hier jetzt haben, ist diese zwei Aktivierungskabel, beziehungsweise Drähte oder was auch immer, Powerlines. Und die liegen direkt übereinander. Das heißt nicht mit einem dazwischen, sondern direkt übereinander. Und das Ganze ist deswegen so schnell, weil es komplett ohne Repeater funktioniert. Das heißt, da muss ich mir ein bisschen Gedanken machen. Und zwar haben wir jetzt nämlich hier die eine Verbindung von oben. Das ist jetzt wieder nach rechts von dieser Perspektive aus, weil ich immer oben rechts mache. Und dann ist nämlich hier dieser Aktivierungsblock. Und da ist dieser Piston. Der andere Aktivierungsblock kommt hier hin. Das heißt, die sind eigentlich hier und werden dann von hier aus mit den Pisten geschoben und gezogen. Das heißt, das sind jetzt die beiden Aktivierungspistons. Da kommt wieder der Redstone-Block vor. Und der eine kann man ja sehen, wenn der hier ausgefahren ist, kann die Power hier in den Pisten gehen und der andere muss hier in den Pisten. Das war ein bisschen tricky, beziehungsweise so tricky war es gar nicht, aber ich habe erstmal den Gedankenfehler gehabt, dass ich versuchen wollte, ohne Repeater das Signal von hier aus noch da reinzukriegen, was irgendwie nicht geht. Nicht so richtig, jedenfalls. Und beziehungsweise es geht schon, mir ist gerade ein Gedanke gekommen, wie es gehen würde. Naja.
Das könnte ich jetzt versuchen, aber das mache ich jetzt nicht. Das versuche ich später immer mal selber noch, damit man gucken kann, ob es vielleicht noch irgendwie kompakter geht. Werde ich dann vielleicht in einem anderen Video zeigen, aber erstmal jetzt den hier, weil es geht jetzt gerade darum auch, dass er eigentlich der schnellste ist, so ziemlich. Und gleichzeitig ein bisschen kompakter. Das heißt, das geht jetzt hier so rum. Das heißt, das kommt von da. Und jetzt müssen wir natürlich wieder verbinden. Das heißt, wenn der ausgefahren ist, geht er in beide rein. Das machen wir so. Das heißt, wenn er hier ausgefahren ist, wenn dieser Block nicht da wäre, wäre das nur der untere, aber so sind es beide. Und das Ganze stacke ich jetzt schon mal. Das Ganze kommt jetzt, im Prinzip ist das so, glaube ich, genau die richtige Dimension von hier aus. Das heißt, von hier bis da. Wenn ich jetzt stacke, müsste es im Prinzip eigentlich genau stimmen, glaube ich, jawohl. Und zwar ist nämlich genau immer 4 zwischen zwei Zellen Platz. Das heißt, eine Zelle ist genau 5 breit. Und das sind jetzt die Ausgänge. Das mache ich halt auch schon mal. Und, na? Hat er jetzt nicht gemacht. Achso, ja klar. T slash slash expand ein Stack. Dann so. Und ja, jetzt müssen wir natürlich noch die Verbindungen bauen. Das heißt, die Zwischenverbindungen. Das heißt, wenn der hier ausgefahren ist, muss der, beziehungsweise das baue ich gleich da hinten, damit ich direkt wieder stacken kann. Aber wenn der hier ausgefahren ist, dann muss er eine Verbindung zu diesem Pisten haben und zu diesem Pisten dort. Die untere Verbindung ist super einfach. Das heißt, ihr müsst einfach nur hier einen Block hin machen und hier diese Verbindung machen. Einen Augenblick. So. Wie jetzt, warte, bis das passt, irgendwie gerade nicht so. Ah doch, klar. Weil ich einfach einen zu weit gegangen bin. So. So, dann ist das Ganze noch einen kürzer. Und im Prinzip eigentlich egal, weil wir so hingehen müssen. Aber ist egal. So. Das heißt, die Verbindung nach rechts haben wir schon. Die Verbindung nach links ist ein bisschen mehr tricky, denn da gibt es vieles, was irgendwie schief gehen kann. Deshalb kann man nicht so gehen, weil man dann nämlich hier einen Block-Update-Detektor erstellt, wenn man nämlich das hier powert. Selbst wenn die, wenn hier, na, genau, wenn nämlich hier, dann hat man nämlich hier einen Block-Update-Detektor, das heißt, das Block kann hinten bleiben. Was nicht so geil ist, das heißt, wir gehen einen nach oben. Und wir können auch, im Prinzip können wir nicht hier rüber gehen, weil das hat zwar hier keinen Effekt, aber dadurch haben wir dann hier, wenn wir nach hier oben gehen, haben wir dann hier eine Interferenz von dem, was von rechts kommt und das, was nach links gehen soll. Das heißt, das geht auch nicht. Das heißt, wir können nicht hier drauf gehen. Und wir können auch nicht hier nach oben gehen, weil dann nehmen wir nämlich die Power von diesem Block weg. Und wir können auch nicht das machen, weil wir dann wieder die Verbindung haben. Das heißt, wir müssen im Prinzip von hier aus gehen. Ich hoffe, das verwirrt euch jetzt gerade nicht zu sehr. So und so. Und dann geht es nämlich noch eins weiter und nach oben. Wenn ich mich recht entsinne. Jawohl. Eins weiter und nach oben. Und dann kann man nämlich nicht so gehen, denn ansonsten hat man nämlich die Verbindung von hier nach da. Obwohl, doch, das geht. Warum geht das auf einmal? Da gab es doch vorher ein Problem. Irgendwas ist hier gerade ein bisschen faul. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ach so. Ja, okay, ich weiß, woran es liegt, aber es ist jetzt im Prinzip auch egal. Und zwar war es nämlich vorher so, dass ich nämlich hier schon nach oben gegangen bin. Das heißt, das kann ich jetzt gleich mal zeigen, was da, wenn ihr das irgendwie anders im Video seht, warum das so ist. Und zwar habe ich ja nämlich nicht so gebaut, weil das nämlich hier auch wieder die Differenz hat, sondern da habe ich hier nach innen gebaut. So, im Prinzip hätte man es jetzt auch so bauen können, wie ich es gerade eben gemacht habe. Mache ich jetzt aber so, wie ich es bisher immer gebaut habe. Das heißt, ich mache das jetzt so. Und das ist dann im Prinzip so, wie das gebaut wird. Ich mache das jetzt noch den Anfang von hier, damit ich das direkt rübernehmen kann. So. Und zwar so. Und so. Ich baue das jetzt komplett um. Rein, meine ich. So, und nehme das jetzt von hier aus. Von hier aus, beziehungsweise von hier. Bis hier.
und sage mal wieder Stack 5 nach rechts. Und das war's im Prinzip. Das Einzige, was jetzt noch ein Problem ist, ist, dass wir natürlich keinen Repeater verwenden wollen. Aber wie kann ich gerade kurz zeigen? Hier, dieses hier ist aktiviert, das heißt, es sind beide Pistons ausgefahren. Es ist für nach rechts ist der obere Piston ausgefahren und für nach links ist nur der untere Piston ausgefahren. Ah, ich habe vergessen, den Boden mitzustecken. Das war jetzt natürlich super intelligent. Das heißt, jetzt ist die Frage, welchen ich gesteckt habe. Ich glaube, ich habe den hier gesteckt. Das heißt, ich muss kurz so. Sorry, so. Und hier so und so und so und so und so und so und so. Und das mache ich das gleich nochmal. Und es hat natürlich wieder nicht geklappt. Okay, dann mache ich das jetzt mal hier kurz von Hand. Also sozusagen die Verbindung für nach links hat gefehlt. Und das ist natürlich nicht genau das, was wir haben wollen. Das heißt, ich mache das jetzt hier nochmal so. Und jetzt müsste es eigentlich klappen. Jawohl. Das heißt, jetzt haben wir alles. Das heißt, wenn ich den jetzt hier ausfahre, haben wir hier beide. Hier nur den oberen und hier nur den unteren. So, jetzt kann ich hier kurz dran gehen, wenn ich sage, der hier ist aktiv. Mache ich hier einen Pulslimiter rein. Mache eins nach rechts. Dann ist er rechts aktiv. Und das ging jetzt auch relativ schnell. Was ich jetzt machen werde, ist, ich mache wieder den hier aktiv und beziehungsweise ich gehe etwas weiter nach links. Nein, was ich erst machen werde, ist, wenn ich hier in der Mitte dran gehen möchte, sehe ich, es geht trotzdem nicht bis zum Rand. Das heißt, eine Möglichkeit, das alles komplett gleichzeitig anzusteuern, ist entweder über Sofort-Repeater, die allerdings keine Ein-Tick-Signale verschicken können, deswegen ist das ein bisschen problematisch. Oder aber man macht es das so, dass man hier hingeht und sagt, muss von hier aus das Signal schicken können. Bis dahin muss es gehen können. Und das heißt, das Signal muss mindestens von hier kommen. Das heißt, von hier aus geht es bis dahin überall auf jeden Fall. Und dann kann ich gucken, bis wohin geht es, wenn ich nach da gehe. Das ist jetzt bis hier. Das heißt, bis hierhin geht das Signal auf jeden Fall. Und dann kann ich einfach hingehen und sagen, weil ich da nicht weiter hingehen muss, gehe ich da jetzt noch mit dem zweiten dran. Das heißt, jetzt habe ich wieder Repeater drin, allerdings nur zur Verbindung dahin. Das heißt, es ist wieder alles gleichzeitig aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt hier Redstone reinsetze, ist das überall gleichzeitig drin. Das ist das, was ich erreichen möchte. Und das gleiche kann ich jetzt hier nochmal machen, weil es nämlich auch genau die gleichen, ist nicht die, genau die gleichen Verbindungen, aber es hat die gleichen Abmessungen ungefähr. Das heißt, es sollte auch hier überall funktionieren. Und diese Dinger steuere ich jetzt mit den Ein-Tick-Erzeugern an. Das heißt, ich mache hier einen rein. Den Block. Redstone. Und ich mache hier einen rein. Piston, einem Block, einem Redstone und einem Knopf. Das heißt, was wir jetzt machen werden, ist, wir gehen hier mit der Lampe dran. Und können jetzt so, das hätte ich vorhin auch schon machen können, mache ich es aber so. Und können jetzt nämlich direkt sehen, welcher Block ausgefahren ist und welcher nicht. Beziehungsweise nicht genau, welcher ausgefahren ist und welcher nicht. Denn das verschiebt sich hier immer. Das ist nämlich, wenn der hier ausgefahren ist, dann ist diese Lampe hier aktiv. Das heißt, wir sind immer eins schräg und links drunter. Das heißt, wenn ich hier jetzt nach rechts gehe, dann geht es nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach links und nach links, nach links. Und was ich jetzt machen werde, ich gehe ganz nach links. Das ist jetzt gerade ganz links. Das hier hat nämlich gerade auch überhaupt keine Verbindung. Das heißt, das reiße ich immer ab, damit das gleich nicht zu Missverständnissen kommt. Und mache dafür dann jetzt so. Das geht ja eben nicht. Genau, das war ja das Problem. So, macht da jetzt noch eine Lampe dran. Wenn ich denn noch eine Lampe im Inventar hätte. Schlau, schlau. So. Und jetzt haben wir das nämlich.
heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Slots. Und was ich jetzt machen werde, ist ein bisschen was anderes. Und zwar steuere ich jetzt nach rechts an. So. Was ich jetzt machen werde, ist das Ganze aufspalten in drei Signale. Und jedes davon hat ein anderes, hat einen anderen Eingang. Das heißt, ich erstelle für jedes ein Tick-Signal erzeuge. Das mache ich jetzt hier, damit ich zeigen kann, wenn das hier noch zwei Tick mehr Delay hat, dann kommt das zweite Tick später an. Das heißt, erst kommt das hier an, dann ist es ein Tick aus, dann kommt das nächste an. Und dann müsste das hier jetzt eigentlich auf vier Tick sein. Genau, das heißt, hier machen wir noch ein 4 rein. Also wir haben jetzt hier das hier zwei Tick später, das hier nochmal zwei Tick später. Das heißt, an, aus, an, aus, an. Das heißt, drei Ein-Tick-Signale, jeweils mit einem Tick dazwischen. Und verbinden die jetzt alle, dass die gleichzeitig angehen. Das heißt, dann müsste jetzt so schnell wie möglich drei nach rechts zählen. Das heißt, dann müsste der hier aktiv werden. Und wenn ich jetzt hier einen Redstone-Lock draufsetze, dann zählt er bis dahin. Das heißt, wir können sehen, er zählt so schnell wie möglich die gewünschte Anzahl. Das heißt, ich kann jetzt nochmal drei nach rechts zählen. Und er ist da. Und nicht, dass jetzt einer denkt, wie, ja, der hätte ja auch jetzt vier zählen können, der wäre am Rand stehen geblieben. Nein, wenn man jetzt noch ein Signal reinsetzen würde, würde der hier ja jetzt wieder ausgehen. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt auch hier runter machen. An das hier anschließen. Mit einem Repeater am besten, damit das Signal auch reingeht. Wenn ich jetzt hier nämlich drei reinsetze, wird er wieder drei zurückgehen, wieder hierhin. Und danach 1, 2, wieder zum Anfang. Drei nach links. Jetzt nehme ich den immer raus. Das heißt, er geht nur zwei Leiter. Das heißt, er wird dann hier sein. Jawohl. Und ja, wenn ich jetzt nämlich zwei nach links zähle, geht er aus. Also nur damit man sieht, dass er auch tatsächlich ausgeht, wenn man zu weit nach links zählt. Beziehungsweise nach rechts. Ja, das ist im Prinzip das Ganze, wie es funktioniert. Ist jetzt doch ziemlich lang gewesen, das Video. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wie lange. Ich hoffe, es wird einfach nur nicht übertrieben lange dauern zum Uploaden. Ich glaube, das 1,5 Stunden Video hat fast 20 Stunden gebraucht zum Hochladen. Das war einfach viel zu lange. Aber ja, endlich wieder Videos auf meinem Channel. Ich freue mich. Macht Spaß, Videos zu machen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir in den Comments schreiben, was ihr dazu denkt. Und ja, ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video. Tschüss.